Mann, Xenoblade Chronicles Definitive Edition macht echt Spaß. Mann, meine Zuschauer sollten das echt auch mal spielen. So ein geiles Spiel. Oh fuck, die Aufnahme läuft ja schon. Willkommen zu einer weiteren Folge Fire Emblem The Blazing Blades. Ja, natürlich war dieser Start überhaupt nicht geplant oder so, ne? Überhaupt nicht. Naja, jetzt machen wir weiter, wo wir stehen geblieben sind. Lass den Kopf nicht hängen, Lynn. Wenn sie dich so traurig sehen, werden die anderen auch noch schwermütig. Florina, du hast recht. Durch Koma wird die Situation auch nicht besser. Wir müssen schnell voran. Das ist doch schon viel besser. Lynn, Gefahr ist im Verzug. Was sagtest du? Ich kann gar nichts erkennen. Bist du sicher? Ich fühle es auch. Ich bin mir völlig sicher. Ah, Milady, keine Bewegung. Oh shit, das ist ein. Was ist das? Digga, was macht ein Schiff da? Was zur. Woher kamen die Bolzen? Sie haben meine Ballista. Oh shit, Ballista. Gab es das nicht erst in Three Houses letztens? Oder hießen die so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Sache, die ich nie benutzt habe. Lord Lundgren macht jetzt ernst. Belagerungsmaschinen einzusetzen ist keine Heldentat. Was ist eine Ballista? Eine Waffe, die über große Entfernungen eingesetzt werden kann. Nur Schützen können sie bedienen, aber sie können verheerend sein. Florina, du musst am Boden bleiben. Steige nicht in die Lüfte. Die Ballista würde dich sofort aufs Korn nehmen. Kann man sie denn bekämpfen? Es wäre am sichersten, jemanden mit guter Abwehr vorzuschicken. Wenn der Feind den Köder schluckt, verschwendet er so seine Bolzen. Dann könnten wir vorstürmen und den Schützen ausschalten. Will, könnt ihr eine Ballista bedienen? Ich habe es nie versucht, aber im Grunde ist es ja nur ein großer Bogen, oder? Ich werde es schon irgendwie herausfinden. Es sollte zumindest den Versuch wert sein. Mal sehen, was wir tun können. Ah, Lady Lyndis. Rot. Ich muss mich um eine Angelegenheit von geringem Interesse kümmern. Daher kann ich euch jetzt nicht begleiten. Solltet ihr aus meinem Vorrat benötigen, so nehmt es bitte jetzt. Wait, war das Will? Ja. Ordner Items der Einheiten. Ich denke mal mit Dorcas. Der kann doch Safe den Hammer nutzen, ja. Irgendwer hatte noch irgendwas, das ich tauschen wollte. Wer war das nochmal? Ah, ja, stimmt, sie. Nein, nicht mit ihnen. Nein, Florina mit Lucius. Wie, er kann kein Feuer nutzen. Sera kann die Heilung ruhig haben. Aber Alter, warum kann der kein Feuer nutzen? Was soll die Scheiße? Hat jetzt eigentlich Will oder Matthew gesagt, dass er in dem Kampf nicht dabei sein kann? So, okay, er hat das gesagt. Ja. Ralph ist ein bisschen hochgelevelt, deswegen kann der ruhig eine Pause einlegen. Ne? Das ist ja schon Level 7. Erstmal speichern. Ich habe mir schon überlegt,
so, dass ich die Parts so nach den Kapiteln benennen werde. Zum Beispiel, dass der letzte Part jetzt nicht Part 8 ist, sondern Part 7x. So. Das wäre doch eine ganz coole Sache, oder? Wie schnell ist dir das, findet? Nein, ich habe hier die Switch neben mir, merke ich gerade. Ihr wisst ja, Doc geht nicht mehr, ne? Ich muss das jetzt im Handheld-Modus die ganze Zeit spielen, ne? Auf der anderen Seite der Hügel im Süden steht eine Ballista. Wie Kent bereits erklärte, kann diese Waffe nur von geschickten Schützen eingesetzt werden. Die Reichweite einer Ballista ist äußerst groß, daher kann sie auch weit entfernte Gegner treffen. Da sie ohne Furcht vor Attacken angreifen kann, ist sie äußerst nützlich. Um sie zu benutzen, bringt einem Schützen zu einer unbesetzten Ballista und wähle den Befehl feuern. Danach kannst du wie gewohnt angreifen. Ballista E. Ist das die Nerven von Ballista? Okay. Können auch bewegt werden. Außerdem kann jeder Schütze auf dem Schlachtfeld eine Ballista benutzen. Wenn du es schaffst, die gegnerische Bemannung mit Ballistern auszuschalten oder ein Mitglied deiner Truppe einzusetzen, kann dir dies zu einem großen Nutzen sein. Ja. Da ist ein Dorf da hinten. Das Ding ist halt, kann ich da durch? Was mache ich mit ihnen? Gehe ich zum Dorf? Ja komm, ich gehe zum Dorf. Das Ding ist halt, der hat so eine... Hat eine Schwäche gegen die. Du gehst schon mal nach unten. Aber wie groß ist die Reichweite denn jetzt? Die ist groß. Boah, mit ihnen sollte ich echt noch nicht vorziehen, ne? Mit unserem Tänzer. Außer ich könnte das machen. Also da will ich jetzt ausnahmsweise mal ein Safe State setzen. Mir hat der Tonokto schon vorgeschlagen, dass ich so machen könnte, dass zum Beispiel, wenn ich nicht will, dass der Charakter stirbt, dass ich vorher Safe State, ne? So, damit ich den nicht verliere, weil anscheinend war das jetzt wirklich der Fall mit dem einen Typen. Mit dem Magier. Er ist ja die Stimmen. Radius. Sie darf da auch nicht hin. Oh, sie darf da definitiv nicht rein. Das Ding ist halt, wir müssen halt von unten kommen. Das halt schon blöd wäre. Da kann man die Züge der Gegner nicht irgendwie überspringen. Die neueren Teilen. Das ist nämlich so die Sache, die unten mache ich auch gerne. Aber das Ding ist halt, das war schon dumm, mit meinem Magier da rauszugehen. Oh, Flux, das ist glaube ich eine richtig krasse Magie. Dorcas. Komm, zeig, dass du stark bist. Hm.
Ja, komm, jetzt machen wir das. Shit, da du stirbst da nicht. Aber Alter, die treffen einfach gar nicht. So, jetzt ist er auch Level 7. Ja. Der wird sterben. Hier bin ich mit ihm noch sicher. Der darf nicht raus, solange der andere noch da ist. Solange dieser eine gefälschte Bogenschütze da ist, darf der da nicht hin, sonst krepiert er mir. Ich war sogar schon bereit, mit meinem Tänzer hier Schaden zu nehmen. Also hier kann man nicht auswählen, dass sie danach wiederbelebt werden, ne? Ja, keinen Schaden. Sein ist einfach zu krass. Der gefährlichste ist eigentlich der Typ da hinten. In der Ballista. Verbleibende Gegner 13. Warum heißt das wieder alle Gegner besiegen? Moment, wo sieht man das? Status, ja, besiege alle Gegner. Worauf wartet ihr unten noch? Sie sind nur Flöhe. Holt Verstärkung und fegt ihn fort. Oh, Crit. Alter, der Tonupto hat sich erst letzte gefragt, warum ich Stalker nicht stürze. Das war, glaube ich, Part 6. Der ist heute, glaube ich, online gekommen. Aber ja. Ich habe dann noch so gesagt, so ja, der kommt eh nicht so häufig, der kommt nicht so häufig zum Einsatz, weil der eh nie am richtigen Ort ist, ne? Aber auch, genau heute jetzt. Ne, genau jetzt. Ist der mal nützlich. Oh shit. Das hätte ins Auge gehen können. Shit. Das war der letzte Safe-State, das war der hier, ne? Ja, okay, dann geht mal. Da werde ich lönen im nächsten Zug. Im nächsten Zug wird Lynn sowas von aussetzen. Wir werden das mal ein bisschen vorspulen. Das haben wir ja alle schon gesehen. Ich sollte mal am Anfang meines Zuges ein Safe State machen. Arsenal. Achso, da ist ein Shop. Ich meine, ich habe ja einiges an Geld. Ich finde das aber so blöd, dass die auf dem Feld sind, ne?
Schade, dass das da nicht aussieht wie ein Hammer, sondern wie eine Axt, aber egal. Alter, wir nehmen schon seit 15 Minuten auf. Okay. Spielen. Krass, wie lange der Part schon geht, ne? Eigentlich können wir hier jetzt auch noch speeden, weil... So weit waren wir halt schon. Den Zug haben wir halt schon mal gemacht. Ich will halt jetzt nur ein bisschen, nur wenig anders machen, ne? So, haben wir schon gesehen. Aber Docker ist schon irgendwie geil. In dem Part, ne? Im letzten Part erst Florina, in dem Part Dorcas. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Dass die so ein Comeback feiern, die zwei. Aber Dorcas ist halt eher jemand, der viel tankt, ne? Die haben auf jeden Fall aber eine sehr gute Entscheidung, merke ich. Gerade. Vor allem, wie die alle mit ihren Lanzen den Typen mit dem Hammer angreifen. Alter. Oh shit. Ich wollte gerade ins Dorf gehen. Komm, Crit. Crit wäre jetzt geil. Und ich habe komplett vergessen zu Save-Staten. Naja, das mach ich halt jetzt. Okay, also was ich jetzt vorhab, ist folgendes. Fuck, ich kann den damit nicht killen. Mit Dorcas heile ich. Gut, er hat ein Heilmittel. Ich hatte gerade kurz Angst, dass er keins hat. Alter, der eine hat jetzt Schiss. So. So, mit ihm werde ich schon mal zu diesem Bogentypen da hinten gehen. Und davor noch ihn hier erledigen.
Nebenbei, warum hat Nils den KP verloren? Naja, egal, heil ich mal. Gib die P für Sarah. Ich glaube sogar ein Level Up. Ja, Level Up sogar. So, du besuchst das Dorf. Erinnert ihr euch doch an das Waffendreieck? Ja, okay. Heilige Waffen halten nee, doch nicht gegen diese Regeln. Dieser Lanzenmeister hier ist zum Beispiel eine solche Waffe. Es ist ein Schwert, welches das Dreieck umkehrt. Wenn ihr eine, diese Klinge führt, seid ihr Lanzen gegenüber im Vorteil. Allerdings gibt es einen Haken dabei. Äxte mit diesem Schwert sind überlegen. Ja, nimm das Geschenk. Hä? What? Lanzenmeister, was ist das? Nicht jeder kann ein Schwert dieses Kalibers führen. Ich bin mir sicher, ihr kennt jemanden, der es vermag. Lanzenmeister. Lanzenmeister. The fuck? So, ich glaube, ich kann mich jetzt ein bisschen mit Lynn raustrauen. Das Wichtigste ist jetzt erstmal den Typen der Ballista zu besiegen. Gibt es jetzt noch irgendein anderes Dorf auf der Map? Ich glaube nicht. Als ob es dafür nicht mal eine Kampfanimation gibt. Ja, egal, auf jeden Fall, die Ball ist das jetzt frei. Lanzenmeister, what the fuck ist das? Ich dachte, es ist das irgendeine Meisterlanze, die einen neuen Namen hat, aber nein. Was ist das für ein seltsames Schwert? Oh shit, du musst schnell zur Ballista. Als ob das. Alter, das. Cool, dass wir das jetzt auch mal gesehen haben. Weil der Dorcas ist einfach MVP in dem Match. So, jetzt kann jeder sich frei bewegen, was einen enormen Nachteil, einen enormen Vorteil bietet, ne? Wait, wo, ah, ja, okay, ist da. Der braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Das klingt auch sehr schön, was das spielt. Keine Ahnung, ob man da jetzt wirklich irgendwas gespielt hat auf einer Flöte, ne? Und das dann irgendwie mit dem beschissenen Soundchip mit von der Dings da. Wie heißt? GBA, genau. Von der GBA genutzt hat. Alter, Dorcas. Digga, Dorcas ist heute der MVP. Nee. Waffenlevel sogar erhöht.
Vor allen Dingen, die haben jetzt nur Lanzenfighter gefühlt. Und die haben auch gar keinen mehr, der die Ballista nutzen könnte, ne? Mich wundert es, wie oft ich schon Nils genutzt habe, ne? Solche Charaktere nutze ich normalerweise fast nie. So. Dorcas darf sich auch mal eine kleine Auszeit gönnen, damit er sich heilen kann. Ich hoffe mal, dass die Ballista bei uns noch in Einsatz kommt, ne? Also der muss jetzt erstmal kurz zurück zum Heilen. Und den gibt's ja auch noch. Was soll das sein? Axtmeister hatte er. Droppt er die Waffe? Nein. Shit, der ist auch so ein Lanzenmeister. Krass, aber dass es solche Waffen gibt. Wollte schon sagen, ja, nutze ich Florina einfach. Easy peasy. Der ist auch so ein Axtmeister. Ein Klingenmeister. So, spiel du mal für Serra. Damit Serra Dorcas heilen kann. Gut, so muss das sein. So, jetzt kann Dorcas wieder kämpfen. So, gehst du schon mal zum Boss? So, Dampf wäre sogar im Vorteil. Verdammt! Sie müssen die Balliste eingenommen haben. Was geschieht hier nur? Schnappt euch endlich dieses Mädchen! Also, der Typ ist sowas von schwach gegen Magie. Also, die Schlacht haben wir so gut wie gewonnen. Gegen den bin ich ja im Nachteil, ne? Ja. Okay, wer muss sich schon bewegen? Achso, er. Ich kann dafür eigentlich einfach nur den L-Knopf drücken, ne? Also. Lord Lundgren, ich habe versagt. Später. Um die Verstärkung, die ihr versprochen habt. Shit. Mach mal einen Blitz.
Woody. Oh, Alter! Ich sehe es jetzt, die Trefferquote, die sie hatte. Oh mein Gott, das hätte sowas von nach hinten losgehen können. Das hätte sowas von nach hinten losgehen können. So, und Dorcas beendet das, weil Dorcas einfach der MVP von dem Kampf ist. Wenn letztens noch gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass er komplett nutzlos ist und jetzt... Alter, der hat eine 43er Trefferquote. What the fuck? Letzten Mal im Part 6 und den Kommentar noch gesagt, dass der voll nutzlos ist und ich ihn deswegen nicht nutze. Und jetzt war einfach der MVP, weil einfach super viele Lanzenkämpfer da waren. Ist das vorüber? Ja, ich kann keine feindlichen Soldaten mehr sehen. Dennoch, irgendetwas lässt mir keine Ruhe. Was mag es sein? Es ist mir während des Kampfes aufgefallen, unsere Gegner. Sie waren Soldaten von Kailin. Einige, gegen die wir gekämpft haben, habe ich sogar erkannt. Mit vielen von ihnen habe ich zusammen trainiert. Und dennoch haben sie uns ohne zu zögern angegriffen. Sie waren nur Verräter mit Finsternis im Herzen, und dann die Lord Lundgren gefolgt sind. Welch Glück, dass wir sie los sind. Das bedeutet auch weniger Widerstand am Schloss. Ich hoffe, du hältst recht. Ich bin nur froh, dass Nils und Ninian bei uns sind. Hätte mich der erste Schuss getroffen, hätte ich vermutlich nicht überlebt. Es ist uns eine Ehre, euch gut gedient zu haben. Wir lassen euch niemals im Stich. Ich weiß, daher verlasse ich mich auf euch. Sieh an, ihr habt euch sogar um die Ballista gekümmert. Gute Arbeit. Matthew, wo wart ihr die ganze Zeit über? Ich war im Dorf, um ein paar Informationen zu erfragen. Für meine Mühen wurde ich mit interessanten Neuigkeiten belohnt. Dann lasst sie uns hören. Zuerst zu Marquis Kailins Krankheit. Es geht ihm wirklich sehr schlecht. Schon seit beinahe 3 Monaten ist er ans Bett gefesselt. Oh nein, Großvater. Auch griff ich ein interessantes Gerücht über seinen Zustand auf. Man glaubt, dass jemand den Marquis vergiftet. Er wird vergiftet? Und dieser jemand? Nun, die Leute haben zu große Furcht, als dass sie seinen Namen nennen wollten. Dennoch sagten sie, als die Krankheit des Marquis ihren Anfang nahm, übernahm ein gewisser Aristokrat das Schloss, als wäre es sein eigenes. Ich fütterte einen hungrigen Wirt mit ein paar Münzen und er fütterte mich dafür mit einem Namen. Der leibliche Bruder des Marquis von Kailin, Lord Lundgren. Wie kann das nur sein? Warum erlaubt man ihm, mit so etwas davonzukommen? Die Dörfler wissen, dass er es ist, der meinen Großvater vergiftete. Trotzdem will niemand die Hand gegen ihn erheben. Warum? Sie haben Angst und es fehlt ihnen ein schlüssiger Beweis. Das Flüstern in den Reihen der Gemeinden hat kein Gewicht. Das ist der wahre Kern der Sache. Und von den loyalen Volksleuten des Marquis, welche den Gerüchten Glaubwürdigkeit verleihen hätten können, fehlt jede Spur. Wollt ihr damit sagen, dass man sie zum Schweigen gebracht hat? Das ist eine naheliegende Annahme. Ich kann das alles nicht fassen. Doch die schlimmsten Neuigkeiten kommen erst. Was? Ist es noch mehr im Gange? Eine Betrügerin ist auf den Plan getreten. Sie behauptet, dass sie sei die Enkelin des Marquis. Zumindest ist dies die Geschichte, die Lundgren unter jenen verbreitet, die sie hören wollen. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass die Leute auf die Ankunft zweier abtrünniger Ritter und eines unehelichen Kindes warten, die Anspruch auf Kailin erheben. Aber das kann nicht sein. Verräter, wir? Lächerlich. Er sagt, ich sei eine Betrügerin. Habt ihr denn nichts, was eure Herkunft belegen könnte? Als ich meine Mutter den Lorca anschloss, nahm sie nichts aus Lycia mit.
Die Lady. Selbst Marquis Arafin war von eurer Ähnlichkeit zu Lady Madeleine beeindruckt. Euer Antlitz ist Beweis genug. Sie werden behaupten, wir hätten irgendwo ein Double aufgetrieben. Wir werden als Verräter unserer ritterlichen Gelübde betrachtet. Unser Wort hat keinen Wert mehr. Nein, unsere einzige Hoffnung ist es, Marquis Kailin selbst zu treffen. Wir müssen uns beeilen. Wenn nicht, wird mein Großvater... Ich muss ihn sehen. Und wenn es mich das Leben kostet. Doch zuvor müssen wir uns einen Plan zurechtlegen. Selbst wenn wir jetzt zum Schloss ziehen, werden die Truppen, welche das Gebiet bewachen, Probleme ohne Ende bereiten. Immerhin wurdet ihr als Eidbrecher gebrandmarkt. Ich weiß, es rät sich Lösung, Elliwood. Er schien uns Vorhaben sehr freundlich gestimmt zu sein. Er müsste doch in Katelet sein, wenn wir ihn finden wir ihn, hilft er uns vielleicht. Aber natürlich, eine gute Idee. Dann beeilen wir uns. Ja, zurück nach Katelet. Bittere Zusammenkunft. Oh shit, ich wollte noch nicht speichern. Ja, wir machen hier im nächsten Part weiter, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.